Der FC Remscheid hatte zum Nachholspiel des 19. Spieltages in der Landesliga Gruppe 1 den SC Velbert auf dem Jahnplatz zu Gast. Nachdem das Spiel schon zweimal abgesagt werden musste, wurde am Mittwochabend bei typischem bergischen Schmuddelwetter endlich gespielt. FCR-Trainer Ferdi Güllensch musste mal wieder die Startelf verändern und die Remscheider wollten wieder zurück in die Erfolgsspur. Die erste Chance der Partie hatte der FC Remscheid. Die fünfte Minute, Flanke Posavec, viel Risiko Zupo, aber leider drüber. Die 14. Minute, ein Remscheider Konter. Bonanno spielt auf Al-Khalil, aber sein Schuss wird noch geklärt. Nur eine Minute später wieder der FCR, aber Ntiti bekommt den Ball nicht aufs Tor. Die 22. Minute. Ecke für die Gäste aus Velbert. Und am Ende Abitella mit dem überraschenden 0:1 für die Gäste. Die 43. Minute. Flanke der Remscheider, der aufgerückte Belzer mit dem Kopf, aber nicht aufs Tor. Konter der Velberter auf der anderen Seite, aber Keeper Horn hat den Ball. Zur Pause liegt der FC Remscheid mit 0:1 hinten gegen den SC Velbert. Die 48. Minute. Gute Flanke Posavec, aber Ntiti verliert das Gleichgewicht. Die 57. Minute, Fehler der Velberter unter Druck. Bonanno erkämpft sich den Ball und macht das verdiente 1:1. Die 72. Minute nach einer Ecke, der Remscheider von links, Posavec von der anderen Seite nochmals rein. Da ist wieder Bonanno und er macht das 2:1 für die Remscheider. Die 74. Minute. Freistoß Buschemi. Keeper Höppner klärt stark zu einer Ecke. Die 76. Minute. Die Remscheider machten weiter Druck. Ein Konter und am Ende ist wieder Bonanno zur Stelle. Das 3:1 für den Gastgeber und ein Hattrick für Bonanno in nicht mal 20 Minuten. Aber die Partie war noch nicht ganz entschieden. Die 86. Minute, ein Weitschuss von Kamperhoff und der ist drin. Nur noch 3:2 für den FCR. In der 90. Minute, ein Velberter Kopfball, starke Parade von Keeper Horn, nur eine Ecke. Die 92. Minute. Nochmals die Remscheider. Ntiti verlängert auf Zupo und der macht das entscheidende 4:2 für die Röntgenstädter. Am Ende gewinnt der FC Remscheid verdient mit 4:2 gegen den SC Velbert. Damit rückt der FCR wieder auf Platz 3 in der Landesliga-Tabelle mit nun 40 Punkten aus 21 Partien. Weiter geht es für den FC am kommenden Sonntag mit einem weiteren Heimspiel gegen den VfB Hilden 2. Anstoß im Röntgenstadion ist um 15 Uhr.